Willkommen zurück zu Deponia. Aber letztes Mal haben wir mit Rufus quasi unseren Koffer gepackt, damit wir endlich von Deponia abhauen können, weil das so sein sehnlichster Wunsch ist. Und wir haben auch schon mit Wenzel geredet und können jetzt den Koffer vielleicht in die Kapsel reinpacken. Ja? Der Aszendator, mein Meisterwerk. So sieht's auch aus. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Ja, okay. Denke ich mir auch so. Wenn ich montags irgendwie auf der Arbeit bin, denke ich mir auch so bei einer Sache so, oh, ich habe ewig dafür gebraucht. Mindestens seit Montag, also seit heute Morgen. Ja, okay. Tür auf. Und wir sehen einen Sitz. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Wie verzichten? Warum denn verzichten? So, und wohin jetzt damit? In den Koffer. Den Koffer da hin. Da ist kein Platz. Okay. Jetzt muss ich den Koffer nur noch in der Kapsel verstauen und auf geht's. Okay, dann nimm halt den Sitz da raus. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Sowas aber auch. Dann geh doch hier mal zu dem Schraubenschlüssel. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Ja, also wirklich, brauchst ja nicht. Hätte eh nicht in den Koffer gepasst. Wenn der Bolzensteiner schon nicht gepasst hat. Da sind zwar tatsächlich ein paar Mutternlose, aber das passt schon. Und du sollst ja auch eigentlich das Ding abschrauben. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Vielleicht das falsche angelegt, ja? Hey. Okay. Ist da? Ach nee, wir haben den Sitz. Ah, okay. Kopf, bitte jetzt da rein. Da ist kein Platz. Wieder ist kein Platz. Was ist denn da? Da ist kein Platz. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Ja, wie wär's dann mit dem Koffer? Staufach. Das Staufach ist zu. Dann mach's doch auf. Hier da, da ist eine Batterie. Irgendwie muss ich Platz für meinen Koffer schaffen. Dann nimm die Batterie doch raus. So, und nun? Und nun den Koffer in den Stauraum. Na geht doch. Passt da genau rein. Und Klappe zu. Okay. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Was denn für ein Ersatz? Ich weiß nicht. Hier ist eine Bedientafel. Bedienungstafel. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Okay. Hier ist eine Lunte. Das wird ein spektakulärer Abgang. Und hier oben die Harpune. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Diesmal kann gar nichts schief gehen. Als ob. Das wollen wir doch mal sehen. So, was haben wir noch? Moment, nicht so viel. Dann lass doch mal schauen. Wir haben keine weiteren Dinge, die man kann, außer halt da oben hinten Tonis Haus, aber da wollen wir nicht. Wollen wir die Tür zu machen? Ich weiß nicht. Habe ich irgendwas, was ich als Holzer nehmen kann? Ich kann ja nicht einfach Sitz da hinpacken hier. Oder? Auf die Schiene. Ja? Hier ist jetzt wohl überflüssig. Okay. Tür zu? Nee. Batterie vielleicht abmachen? So, und wohin jetzt damit? Batterie als Sitzfläche vielleicht? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Was habe ich denn? Ich habe ja nur die drei Dinger. Ich habe den Sitz, ich habe den Schraubenschlüssel und die Batterie. Der ist jetzt wohl überflüssig. Also nicht den Sitz damit. Dann, will ich da jetzt nochmal rein? Nur mal gucken. Kann auf jeden Fall rein. So, vielleicht können wir auch unten jetzt noch raus. Da ging es ja auch noch irgendwo hin. Vielleicht haben wir ja auch noch schönes Zeug. Da haben wir auf jeden Fall jemanden, mit dem können wir auch nochmal reden. Hallo. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen.
Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Okay, hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden. Und muss arbeiten. Wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. So. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Mhm. Naja, der Plan ist an sich perfekt, aber... Ja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ich auch noch nicht. Aber ich kann es mir generell noch nicht vorstellen. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Okay. Ich krieg das schon hin. Sicher. Schreib dir eine Karte. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Können wir vielleicht den Briefkasten abbauen? Ein sattelförmiger Kasten. Mhm. Der Klassiker. Nehmen wir den nochmal mit. Kein Problem. Achso. Los, schrauben, Mist, ne? Der ist ja festgeschraubt. Und gut, dass ich immer einen tollen Schraubenschlüssel dabei habe. Er kann sogar fliegen. Wahnsinn. Da auch noch eine Chilischrube. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Sonst mal klingeln. Kann ich mal klingeln? Schön. Das ist eine tolle Klingel. Viel besser als das, was ich habe. Autsch, heiß. Okay. So, sonst haben wir hier nichts weiter. Dann gehen wir halt wieder. Wir haben ja jetzt unseren Sattel. Können wir auch... Ah ne, das funktioniert ja hier nicht. Ich habe ja nicht die Batterie im Gepäck. Lassen wir es doch einfach überkommen. Ne? Ist ja nicht schlimm. Kannst du ja nicht ausschalten. Aber dass die Memos so lange brennen. Und ganz schön feurig sein, diese Memos. Okay. So, dann. Das damit. Sattelförmig und mit einem Fach, wo die Batterie exakt reinpassen dürfte. Vielleicht habe ich meinen Ersatzsitz gefunden. Dann pack das mal dahin. Ha, passt. Und die Batterie da rein. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Na dann, auf. Wo ist die Bedienungstafel? Das wird schon. Wohin soll ich denn kalibrieren? So. Blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, ja. Das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Okay. Nicky überspringen? Nein. Nach ganz oben links, ne? Fast. Ach, das geht nicht. Ist zu weit. Okay.
weit. Ja. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Geht immer quasi wie der Springer im Schach. Okay. Das heißt, wenn in dem da so ist, Frage ist halt, wie ich da hinkomme, ne? Ja, da will ich nicht hin. Warte, warte. Warte. Nein. Okay. Ich schaff das. Ich brauch nur eine halbe Ewigkeit. Sonst ist alles okay. Da, wenn auch. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges. Alter. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Achso, so. Es ist der finale Abschied. Gleich bin ich weg. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts, was du sagst, kann mich aufhalten. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Mein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Okay, es ist zu spät. Du kannst mich nur noch sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Noch so ich sehr. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Die mögen sich sehr. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Okay. So, Lunte zünden. Das wird ein spektakulärer Abgang. Womit zünde ich? Achso, ja klar. Hier. Jetzt wird's spannend. Das war's, ich bin weg. Und Horrido. Ganz langsam natürlich. Die Bahn fährt. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben... Schrauben, wir brauchen schon Schrauben. Hauptsache die Kette ist an ihm selbst. Wieder Kakteen. Die kriegt er auch wieder nicht aus dem Ohr raus. Da hängen wir nun am Abgrund.
Toll. Okay, ich habe mich schon mal hochgeseilt, das ist schon mal schön. Und ich bin eine Kugel. Wie auch immer das war. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Ja, na klar, das ist geplant. Der Koffer hat sich im Müllschacht verkeilt. Wie geplant. Natürlich, okay. So, dann nehmen wir die Socken. Und dahinter das? Verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, so. Heimweh geht anders. Ja. Proviant? Ich sollte sparsam mit meiner die Reise... Ja, sagt er immer noch dasselbe dazu. Ja. Und dann ist da noch die Zahnbürste. Man weiß ja nie, ob man die braucht. Die Zahnbürste nimmst du da halt nicht raus. Die steckt doch da noch im Karton. Koffer. Was war ich meinen? Was haben wir hier? Verläuft ein Sturz, ja? Achso, das war das. Hier die Zahnräder. Ein gut geöltes Getriebe. Ein gut? Nutzen wir doch mal. Hier ist eine Socken damit. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Okay. Was haben wir da? Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Hättest du jetzt nur einen Bolzenschneider. Dahinter schläft der Wartungsarm. Okay. Kannst du es auch mal? Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Okay. Kannst du hier die Lücke aufmachen? Au! Der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Nein, natürlich nicht. Kannst du die Lücke aufmachen? Mir fliegt auch jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Sonst haben wir ja nichts weiter, ne? Will ich da Wasabi-Körner reinpacken? Ob ja nicht. Doch. So, oh. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ja, mach doch. Mach doch die Klappe ab, vielleicht. Ihre Form erinnert mich an etwas. An was? Da sind schon genug Öl. Hm? Nein, auch nicht. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist. Ja, okay. Wir sind auf der richtigen Spur. Ich muss nur gucken, was und wie genau. Das nicht. Hey, dann klappe auch nicht. Solange er Das da rein bringt ja nichts, dann sagt er ja Ölflecken. Okay. Das wird so nix. Hey, ganz schön. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Oh. Ich habe nur zwei Gegenstände, weißt du? Den kriege ich trotzdem nichts geschissen. Hey. Oder ich muss es direkt hier. Waren da gerade zwei Arme? Da war tatsächlich nochmal ein Arm, der runterkommt, okay. Aber das bringt mir ja jetzt nichts. Ihre Form erinnert mich an etwas. Ja, ich würde an Socken denken, so von der Form her. Aber das bringt nichts. Wartungsarm. Nee. Aber jetzt bleibt er hängen. Da habe ich es kaputt gemacht. Vielleicht. Ich weiß nicht. Da sind schon genug. Ja, genug Ölflecken. Und sonst habe ich ja nichts. Da. Die Farben müssen was mit den Fließbändern zu tun haben. Rechter Hebel, linker Hebel. Aber mehr habe ich wirklich nicht. Wartungsarm, Zahnräder. Die Farben müssen...
Warte. Den krieg ich von hier aus nicht betätigt, ich ne? Spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Hätte sein können, dass er das irgendwie macht, aber nein. Willst du das irgendwie da ranschmeißen? An den Mittelanhänger? Ich spare mir meine... Nein. Hat. Wieso? Bin verwirrt. Dahinter schläft der... Ja, das weiß ich, dass dahinter der Wartungsarm ist. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Ja, aber... Das wird nichts. Mit der Luke klappt ja dann auch nicht. Weil ist ja schon ölig genug. Hat er gesagt. Glaub ich. Nein, das war Klappe, die wollte ich nicht. Ja, Klappe. Ach doch, jetzt macht das. Hat er wahrscheinlich hier vorhin wieder die Zahnräder versehentlich ausgewählt. Okay. So, dann mach mal auf. Und dann zieh den Arm da raus. Ich hab einen Arm. Mit dem Arm kann ich jetzt bestimmt da die Dinger betätigen. Ich spare mir meine Tele- Oder auch nicht. Vielleicht kann ich auch damit die Luke aufmachen. Oh. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Ein Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Ich weiß ja nicht. So, kann ich hier eigentlich auch mit dem Arm noch irgendwie... Ich hab keine... Ab durch die Luke. Und wir sind hier. Jetzt hier den grünen Hebel oder so. Aha. Nehmt das. Nein, nicht. Ah. Was ist das? Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot. Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los! Werft ihn über Bord! Ups. Berühmte letzte Worte. Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, tschatschatschatschat. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Oh, oh. Aua. Ich war so nah dran. Aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Tja, kann man echt nichts machen. Na gut, das war jetzt ein kurzer Ausritt beim Versuch, von Deponia wegzukommen. Ja, wir schauen uns dann hier überall um in der nächsten Folge von Deponia. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ende.